Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 10. Mai und am 10. Mai, weißt du, wer da Geburtstag hat? Nein, aber du wirst es mir sagen. Nick Heidfeld hat Geburtstag. Guck mal, das ist Nick Heidfeld. Ein ganz schneller. Ja. Nick Heidfeld ist ja Formel-1-Fahrer und er hat, was hat er, hat er eigentlich irgendwas gewonnen mal? Deutscher Rennfahrer steht hier. Er kann auf jeden Fall super im Kreis fahren. 13 Mal Podestplatz hat er irgendwie gehabt, heißt es hier. Und aus Mönchengladbach ist er auf jeden Fall. Also in Mönchengladbach geboren. Aber was mir bei Nick Heidfeld aufgefallen ist, guck mal, das ist Nick Heidfeld. Und das da, kennst du den? Pass auf, der da? Ja. Steven Gätchen. Ja. Das ist ja scheiße, wenn man das jetzt nicht wüsste, sind das doch Brüder. Guck mal, wieder zurück. Nick Heidfeld, Steven Gätchen. Ja, yes. Könnte durchaus sein. Also ich weiß nicht, wer alt Steven Gätchen ist, aber Nick Heidfeld und Steven Gätchen sind, glaube ich, so ein Arsch, ein Gesicht im Prinzip. Verstehst du? Ja. 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 Was war noch am 10. Mai? Was hast du? Hast du irgendwas? Ja, und zwar das Holocaust-Denkmal ist 2005 eingeweiht worden in Berlin. Genau, das kennen wir ja hier. Warst du schon mal da? Ich war in Berlin, aber ich habe das Holocaust-Denkmal nicht gesehen. Nee, okay. Aber das ist ja riesengroß, das sind ja nur so Betonklötze und sowas, das ist echt... Das sind 19.000 Quadratmeter. 19.000? Was? 19.000. Das ist ja fast wie meine Wohnung. Ja, aber heute ist ja auch, übrigens meine Wohnung, heute ist ja auch Tag des Schlaganfalls. Also nicht, dass man einen Schlaganfall haben sollte, sondern es ist natürlich der Anti-Schlaganfall-Tag. Ich also wollte gerade sagen. Präventiv gegen den Schlaganfall sollte man heute spenden, ganz viel, ja. Spendet alles, was ihr habt. Spendet gegen den Schlaganfall. Und das ist heute der Tag des Schlaganfalls sozusagen. Ne? Ja. Ja. Gegen den, also ich denke, man spendet eher dafür, dass die Medizin weiter erforschen kann, oder? Ja, das meine ich doch damit. Ja, aber doch nicht gegen den Schlaganfall. Jetzt doch selber. Du kannst doch nicht gegen alles demonstrieren. Hier in Südafrika haben sie auch demonstriert und 1994 ist dann trotzdem Nelson Mandela als erster schwarzer Ministerpräsident vereidigt worden. Heute an diesem Tag, das ist hier Nelson Mandela, kennt man ja. Ja. Und das, wann war das? 1994. 1994, aber 1994, okay. Hast du recht, 1994 war das. Das ist ja schon ganz schön lange her, ne? Ja. Ich habe das auch irgendwie auf dem Schirm, da habe ich ja schon gelebt. Da muss man ja auch sich mal vor Augen halten. Ja, da warst du 3 oder so, ne? 4. Ja, also das Nelson Mandela auch am 10. Mai vereidigt worden. Also heute, 10. Mai, was haben wir? Nelson Mandela, Nick Heidfeld, wir haben den Tag des Schlaganfalls. Und das Denkmal. Und das Holocaust-Denkmal wurde eingeweiht. In welchem Jahr? 2005, hörst du mir nicht zu? Ja, doch, manchmal schon, aber nicht so gerne. Ja, ja, das war Schoki Banoki Daily, deine tagesloses Angeberwissen. Heute wieder mit Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Macht ja nichts, ne? Cheerio mit Sophie. Ciao.